What are you doing? Filming's about to start. Get your filming site on the back. Try looking for hidden lesson panels. Might be best to try to avoid the lesson panels. Ah, einmal angucken wäre schon praktisch, oder? So, da kann ich noch nicht durch. Offensichtlich. So, was ist das jetzt hier? Für ein Spielchen. Ach, guck mal, da vorne ist der. Tarachino. Der hat's auch eilig, ne? So, und der geht in die 7. Oder eine 1, okay. Okay, da hinten links ist das. Große Preisfrage. Kann ich frei über die blauen Teile laufen? Kann ich. Natürlich. Musste es ein Labyrinth werden, wo ich nicht frei durchlaufen kann. Ah. Warum habe ich eigentlich gehofft? Hiruli. Schaden, das Ding hat echt keine Magieresistenz, ne? Das ist richtig krass. Oh, cool, das sieht anders aus. Das irritiert mich voll. Ich verstehe das echt total, dass es anders aussieht. Wenn sie mit Wind kombiniert. Als wenn sie das mit Eis macht. Level 40, ja. Der übertreibt auch, ne? Ey. So, wie sieht das auf der Karte jetzt aus hier? Ich geh erstmal hier hoch. Okay. Vergessen wir den. Studio Fuse Box. Das ist für Tsubasa's Radiant Skill. Knock 'em dead. Das ist noch eine Schatzkiste. Einmal noch gut schlüsseln. Alles gut. Candle of Grudges. Das ist ein Accessoire, oder? Ja. Raises Resistance, lowers Death. Okay. Marmori? Meinst du? Bisschen ausgleichen? Machen wir. Machen wir erstmal so. So, okay, hier komme ich nicht runter. Warum auch? Wäre ganz schön gewesen. Gut, aber dann wird da hinten bei der Tür Nummer 1 wahrscheinlich der Zwischenboss sein dann. Hoffe ich diesmal. Sicher sein kann man sich anscheinend überhaupt nicht bei überhaupt nichts hier. ファイトだ。ライブスタート。次、いただき。ああ、じゃあ、まあ、それはそれで。 Die sind versiegelt wegen dem Backchorus. Holy shit. Jetzt hat er einmal was Positives gemacht. In seinem Leben. Er hat Gegner versiegelt. Oh, das ist nice. Ah, die sterben alle. Thank you. You're welcome. Oder so in etwa.
So, Lullaby Song plus 1. Dass ich den halt noch erleben darf, dass ich das mal kriege. Schon krass. Und danach kommt Megiddo. Oje. Der Almighty Spell. So, mal gucken. Da darf. Oh, fuck. Yamazaki Coach, we teach you the secrets and correct mindset to become a successful actor. Dann teach mal. You don't do as I say, get ready for bit parts for the rest of your life. Ah, ja, lecker. Rehearsing, you learn your lines and the emotions and flow of the scene. Jetzt beginnt Rehearsal. Defeat the antagonist within 4 rounds. Okay. 4 Runden Zeit. Sollte auch mal sein. Moment, die kenne ich nicht, die Viecher. Level 39 sind die, sind höher als ich. Aber sie machen höher als ich. Aber 4 Runden müsste klappen. Das ist eine Menge Zeit. Und wenn ich die 1 pro Runde rausschalte. Jetzt dürfen die erstmal angreifen. Lullaby-Song. Okay, keiner schläft. Schläft immer auch keiner. Sehr gut. Was mache ich jetzt mit euch? Versuchen. Versuch fehlgeschlagen. Gut. Kopfspalten funktioniert immer. Merken wir uns mal. Mhm. Das war Magido, okay. Haben wir was Neues gelernt? Blitz war resistiert. Schwert könnte aber klappen. Ja, das sieht gut aus. Natürlich muss es einmal klappen jetzt, ne? Einmal muss es ja klappen. Oh, da kam keine Session durch, weil Itsuki pennt. Das ist ja gut. Ja, schlaf weiter, ist okay. So, das waren 2 Runden, glaube ich. So, Stage Rank 4, Level 38. So, Elec Expertise plus 1, sehr schön. Und jetzt kommt Zeodin. Ja, Zeonga, war eine schöne Zeit mit dir, aber wir müssen Platz machen für die Heavy Attacks. Für die schweren Geschütze. Krieg ich jetzt eine Belohnung dafür, weil ich es geschafft habe? Nein. Pff, warum auch? So leid ist das Spiel natürlich nicht. So, Waffen austauschen. Itsuki tauscht das aus gegen Moye. Hat noch irgendwas gematcht gehabt? Ach ja. Ja. Marmori. Da kann ich für sie inzwischen was Neues machen, aber wenn würde ich das noch nicht machen wollen. Jetzt Tsubasa, neues Carnage, Toma, neues Carnage, Marmori, Radiant Skill. Okay. Ich glaube, ich sollte hier auf regelmäßig speichern. Auf dem Brettchen hier. Das kommt garantiert noch richtig böse von diesen Lesson Patterns. Hey, da haben wir noch eine.
Aha. Learned in which you're acting with some life or death desperation. Nur Gift, das war alles? Ja, damit komme ich klar. Wenn das alles war. Und ich nochmal drauf laufe, ich wieder vergiftet? Ne, okay. Da war ich nicht drauf. Dann komme ich hier hoch, alles klar. Aber da nicht durch. Will ich ihn drücken? Wahrscheinlich noch nicht. Mhm. Bad acting would put food on the table. Ja. Immer hungrig nach mehr sein. Oh nein, ich habe Geld verloren. Was mache ich jetzt nur ohne diese 2600 Yen? Ich werde sterben. Oh. Mehr Life or Death Desperation. Wenn es nur Vergiftung ist, ist das okay. Ich hab noch genug von dem Entgiftungsteil. noch mehr Geld verlieren, juhu. Oh nein. 8 mal Yen. Gib mir noch mehr Lessenteile, komm. Gib sie mir. So, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Überblick, dass ich jetzt auf jeden Fall den Schalter drücken muss. Ich frage mich ja, was alles verschoben wird dadurch. Oh Gott. Hm. Ach du Schande. Ich glaube, ich hätte mir merken sollen, was wo war, ne? Bringt mir das jetzt irgendwas? Habe ich jetzt die Lesson dahin verschoben gerade? Also scheint sich alles um eins nach hinten zu verschieben, so wie das aussieht. Falls ich jetzt gerade richtig geguckt habe. Also ich noch Pro nicht gemacht habe. Weil ich blöd bin. Warum war die Session noch so kurz? Das gefällt mir nicht. Siodin. Schauen wir mal. Bam. Der hat gesammelt. Feuerschwach. Ja, okay, mit dem dicken Panzer. Verstehe ich. Warum kann ich jetzt gerade nur so kurze Sessions machen? Was ist mit Tsubasa und Ellie? Ist die versiegelt oder hat das irgendwie nicht gesehen? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ja, das ist Tsubasa. Was ist mit Ellie passiert? Ich konnte Ellie nicht einsetzen. Oder bin ich gerade noch blöd und Ellie kann gar nicht? Hat Ellie schon Open World Vision? Ich weiß es gar nicht. Hm. Ich bin irritiert. Ex-Thunder. Einfach ganz viele Plusse sammeln. Ich muss mal kurz in die Gruppe gucken. Nö, sieht alles gut aus. Okay, da kam ich gar nicht durch. Overacting can kill the flow of a scene. Okay. DP was reduced. Ja, anscheinend ändert sich das immer wieder neu. Ich muss aber drauf achten gerade, wie die Reihenfolge ist. Wir haben blau, blau, rot, lassen, rot, rot, blau. Ne, das ändert sich immer ganz zufällig, okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach Bock, die ganze Zeit auf die Lessenfelder zu gehen. Geil, Job. Macht Spaß. Oh, was seid ihr denn?
Euch kenne ich ja gar nicht. Weedle Knight, Bloodwing Knight. Ihr werdet das. Ach, meine Bloodwing Knights kenne ich schon. Die haben resistent gegen alles hier. Das heißt, Ellie wäre hier praktisch. Oder zu Tsubasa. Obwohl, Amori geht auch. Krumme, ja, nur die zwei Dicken da. Zwei Düsen-Canes. Oh, wow, der hat getan. Der nicht. So, chop, chop. Hahaha, der hat getan. Äxte mögen die gar nicht. Ich, ja. Und jetzt nochmal ein Sandmann hinterher. Ich brauche halt Mamoru und Ellie in der Gruppe für die richtig großen Kombos. Sonst klappt das nicht. Oh, so viele neue. Oh, ich kann so viele Sachen lernen. Megiddo, so. Das Infos wäre eigentlich Flux rauszunehmen, oder? Ich hau Flux raus. Ich bereue es jetzt schon, aber ich mach's trotzdem. Lands Expertise. Ich hab gut auf Resistance Boost. Wird überbewertet. Du hast die beiden Expertisen, die du brauchst. Ey. Itsuki Carnage, Itsuki's Carnage, Kilias Carnage und Mamori's Carnage. Okay. Ich muss bald raus hier. Neue Sachen herstellen. So, haben wir jetzt irgendwas hier? Hat sie eine neue Waffe noch? Sie hat noch eine, perfekt. Deathward ist ein bisschen schwächer. Aber ist okay. Wo kam ich jetzt gerade her? Achso, schon da komme ich ja. Okay. Ja, ist okay. You freeze up. Oh nein. Ich habe Lebenspunkte verloren. Verloren. Ah, guck mal, ein Item. Guck mal, ein Item ran, das ist unfassbar. Klappjack. So, irgendwer wollte was. Kiki. Kiki ist verwirrt von dem Ding hier. Alles klar. Kann ich verstehen. Komm her, Freundchen. Komm her. Dummes Ding. Ich muss mir im Optimalfall eigentlich einfach einen Weg merken, den ich gehen möchte. Und den dann erstmal verfolgen. Wäre sinnvollste. Schätze ich mal. So, dann spalten wir den Kopf hier. Ja, ich hab gedacht, dass der jetzt erst rausgeht. So, und jetzt kann man eventuell mal gucken, was Megiddo anrichtet.
Es ist halt nicht sehr effektiv. Dementsprechend relativ useless eigentlich. Weil ich damit nicht sessionen kann. In 0% aller Fälle. Deswegen, ja, man kann es überschreiten, ob es gut war, das rauszunehmen, aber... Ich werde schon mal später was Besseres finden. Vielleicht, wenn ich irgendwann einen Medium-Body-Spell mal kriege. Ja, wenn, irgendwann mal. Aber irgendwas Besseres als Megiddo-Welchen finden. So, Level 39. Ich muss auch mal wieder austauschen. Tarukaya, nope. Heatwave, yes. Fire Blizzard, yes. Ich hab noch fast echt nichts zum Kombinieren, ey. Oh shit. Die brauchen wir ein bisschen mehr. Wind Expertise, ja. Ja. Speed Boost raus ist okay. So, wieder Stuff rumtauschen. Ach, ist das schön. So, eine erfahrt sie ja noch. Mhm, okay. So, und jetzt kann ich hier hoch. Oh, hier ist die 1. Oh. Ich muss noch gar nicht. Das heißt, ich muss noch häufiger aufs Brett, okay. Also ist die Idolas hier sehr viel mit im gleichen Raum Ewigkeiten verharren, ja? Ich glaube, ich verstehe das richtig damit. Ist okay. Ist okay. Aber ich habe kein Problem mit. Ich finde es gut, wenn man einfach nur durch den Raum durchrennt. Ja, der Schaden ist trotzdem gut von Megiddo, muss man sagen. Ach, jetzt pennt er schon wieder. Jetzt kann ich gar nichts kombinieren. Chop den mal weg. Und dann schubst du den weg. Hätte den anderen nehmen sollen. Okay. Mach nichts. So, hast du gerade schon lange. Ich glaube echt, dieses Almighty-Ding klingt auf dem Papier irgendwie toller, als es im Kampf tatsächlich ist. So, Almighty, allmächtig. Allmächtig muss gut sein. Auf jeden Fall. Ohne Widersprüche. Oh, beide lernen Diorama. Hm, okay. Nicht, dass ich was gegen hatte. Absolut nicht. So, und hier ist dann, denke ich mal, Zwischenboss. Okay, damit kann ich das nochmal verschieben. Das mache ich jetzt aber nicht. Und ich speichere mal kurz, rede dann mit der Tür und wenn die Tür sagt, ich darf reingehen, da ist eine böse Präsenz hinter, dann gehen wir erstmal heilen. Wir gehen heilen. Wer wohl hätte es gedacht? Wir gehen heilen. Und nochmal ein paar Carnages machen. Insbesondere für Itsuki und Mamori. Bei Mamori muss ich den Kampf eigentlich rauslassen. Oder soll ich sie erstmal drin lassen und dann austauschen? Wäre vielleicht sinnvoller, um die ersten Angriffe abzufangen, eventuell. Ja. Ellie sagt, auch Thomas sah ziemlich cool aus bei der Sache. Und nicht, dass sie hinter ihm zurückfällt. Ach ja. Die zwei. So, was kann ich jetzt bitte alles lernen, ey? Ich bin gespannt. Ja. Ach du Scheiße. Okay.
Ja. Wichtigste ist eine Waffe für Mamori und für Kane. Also machen wir erstmal das Durandal. Nullify das da, okay. Was lerne ich denn hier? Ah, Zeodyne Life Aid. Aber hier ist Focus Blade und Landslash drin. Das ist beides gut. Vielleicht mache ich einfach beide Waffen für ihn. Achso, machen wir Durandal. So, die muss noch nicht ausrüsten. Die muss erstmal D plus 1 Waffe ausgehen. Und du kriegst diese. Kriegst du nicht, weil ich das Ding gerade verballert habe. Ich könnte die Battle Axe nochmal aufrüsten. Mach mal für sie eine Battle Axe plus 1 raus. Nein, wir hatten die Emotion noch gar nicht gesehen. Shit, ich bin dumm. Aber jetzt hat es natürlich von uns Ex-Bombe. Okay. Ich bin dumm gewesen, sorry. Wir hatten die Emotion noch nicht gesehen. Ah. Blöd von mir. Okay, macht nichts. Jetzt als nächstes Radiant Unity. So, du kriegst was Neues und zwar Knock 'em Dead. Ja. Ja, ja, ja. Klar, gerne. So, und dann sie hat Open Audition, genau. Ich dachte, ich hätte schon gehabt, aber ich hab's noch nicht gehabt. So rum war das. Jetzt ist Mamori die Einzige, die außerhalb der Kämpfe nicht angreifen kann. So, und sie kriegt HP Fitness, damit sie noch tankiger wird. Mädel, ey. Sugoi, das ist ne. Drauk, Sugoi. Kawaii. So. Okay, ich weiß nicht lieber. Ich kann kein Japanisch. Ich kann auch nur so weephaft einfach irgendwelche Worte aneinander rein. Da scheine ich kein Problem mit zu kriegen, wenn ich das hier jetzt hole. So von Performer her. Das gibt keine Probleme, das kann ich machen. Hat er nicht ausgerüstet. Das könnte ich herstellen. Oh, ich sehe Bufudine. Concentrate. Ah, okay. Ja, ich sehe Bufudine und das gefällt mir. Muss ich auf seine zweite Waffe erstmal verzichten. Aber das wird er auch überstehen. So, für dich wäre es ganz gut, wenn ich den Kamadeva-Bau mache. Luring Shot. Cause Charm. Okay. Bringt's aber eigentlich im Grunde nicht so wirklich, weil ich habe ja meinen Adlib-Skill. Machen wir den Bogen trotzdem mal. Ausmaxen ist trotzdem gut. Oh, das sieht langweilig aus irgendwie. Trotz verhältnismäßig. Ja genau, da kann ich nichts machen. So, dann kann ich. Ich kann auch Balmung machen. Dann machen wir Balmung jetzt auch noch. Gut. Dann müsste ich alles haben. Es ist das Bild, dass ich viel Drauk jetzt machen kann. Aber ist okay. Aber ansonsten müssten eigentlich alle jetzt versorgt sein erstmal. Jo. Und ich will Mamori eigentlich nicht kämpfen lassen erstmal, aber ich muss Mamori erstmal kämpfen lassen und ich werde Ellie dazu holen. Oder? Oder hole ich zu Barca erstmal dazu? Oder Thoma? Das ist die Frage, was wird da effektiv sein? Ich habe keine Ahnung, deshalb kann ich eh nur raten. Also nehme ich erstmal Thoma dazu.
gekriegt hat. Da habe ich nur physische Sachen drin, ne? Das ist auch ungünstig. Das ist auch ungünstig. Na, ich weiß nicht. So. Veggie Juice. Lecker, lecker, lecker. Thoma, was möchtest du? Mhm. I've seen these moves. Ja, wenn ihr Action wollt, dann braucht ihr Thoma. So sieht's aus. Ich guck nochmal bei Karabier rein, ob ich da vielleicht ein paar neue Accessoires kriegen kann. Ein bisschen mehr Rüstung für alle und so. Hauptsächlich die Rüstung halt. Ein paar Stats sind auch nicht schlecht. Hauptsächlich aber Rüstung. Ich meine, Geld habe ich eh. Stimmt, ich muss noch ein paar Items kaufen gehen. Das darf ich nicht vergessen. Bye. Jawohl, was haben wir denn hier? Azura Bangle. Where's the Strength? Where's the Magic? Where's the Defense and Resist? Skill Speed. Ach, und das ist irgendwas, was nur Itsuki ausrüsten kann, ja? Das ist quasi aber dafür ein All-Stats-Up. Das ist eigentlich okay für Itsuki, oder? Ich verliere ein bisschen Strength, aber das ist okay. Ich kriege dafür überall was drauf. Klar. So, Tsubasa, du hast gerade den Ghostly Ring. Dann kriegst du einfach das Azura Bangle, denke ich mal, ne? Ja. Den Agathian Ring. So, du hast den Champions Wrist. Also einfach ein Strength Upgrade, genau. Dann kriegst du einfach auch das hier. Du kriegst einen Azura Bangle so rum. Ich hab das Geld. Du hast Ghostly Ring, ja, das war klar. Dann kriegst du das hier. Auch nochmal mehr Magic. Du hast das Wind Anklet. Oh Moment, jeder kriegt was Bestimmtes. Oh, war ich blind? Ich war blind. Where's his Magic and Speed? Jeder kriegt was. Moment, dann kriegt jeder seine eigenen Sachen. Ich hab das Geld, ist okay. Strength und Skill, ja, guck mal hier. Ich war blind, ich war blind. Magic and Resist. Ja, ich verliere ein bisschen Magic, aber okay. Hunter's Earrings, Strength und Skill. Ich verliere Speed. Das gefällt mir wiederum nicht so sehr. So, und Resist Death. Aber auf abnormale Höhe, ne? Ich bin mir unsicher, ob das jetzt besser ist. Ich glaube, das ist nicht besser. Ich behalte die Kerze. Bei ihr. Ich habe jetzt zwar ziemlich viel Geld einfach aus dem Fenster geworfen, aber das ist egal. Ich kriege das Geld schnell wieder rein. Schneller als mir lieb ist. Deswegen mache ich mir gerade gar keinen Stress mit. Ja, ich habe Geld verschwendet. Okay. Das sehe ich gerne ein. Ist vollkommen okay. Das ist mir aber vollkommen egal. Weil ich eh nicht weiß, wohin ich mit dem ganzen Geld soll. Guten Tag. Ich kaufe ein bisschen ein hier. Softdrink? No, das hier brauche ich. Ich wollte schon zwei haben. Ice Pack, Small Fixed Amount, Kiosk Poison, davon brauche ich einige. Ich kaufe mal alle auf, ne, ist ja kein Problem. Kostet ja nichts. So, und der Rest hier scheint relativ uninteressant zu sein. Ja, das ist halt uninteressant. Ice Pack brauche ich auch nicht unbedingt. Ganz viele Mel magst, die wieder ein Poster irgendwann raushauen kann. So, hast du noch was im Angebot? Lifestone, Patchwastone, Confusion Sleep. Okay, brauche ich gerade nicht. Das Charm kaufe ich mal auf 10 Stück hoch. Und das Ziel kaufe ich auch mal auf 10 hoch.
Kameter Soda. Hat sich auch praktisch. Cures all elements. Das ist natürlich besser als alles andere. Und ganz viel davon. Okay. Gut. Noch mehr, Max. So, genug Geld ausgegeben. Dann können wir jetzt zum Zwischenboss gehen. Und uns von dem vermöbeln lassen, weil wir unter Level sein werden. Ach, ist das schön. Ich nehme schon länger auf, als ich wollte eigentlich. Was soll's. Wen interessiert's? Kommt schon mal vor. Ist nicht mal alles wie geplant, ne? So, einmal rein da und dann gucken wir echt mal, was da drin wird. Also Plan ist, wie gesagt, Mamuki erstmal im Kampf drin halten, die ersten Angriffe abfangen. Und sie dann austauschen gegen was auch immer passender ist. Gucken, wie das klappen wird mit dem Plan. So, einmal speichern. Und rein da. Trotz der Dangerous Presence. Die ist eh immer überall, von daher. Aber nett, dass man einen darauf vorwarnt.